Jetzt hat man in Göttingen also doch alle Schulen geschlossen. Nach dem massenhaften Ausbruch von Corona, nach verschiedenen privaten Feierlichkeiten oder Treffen in Shisha-Bars waren ja zuerst nur ein paar Schulen, 13 Schulen, geschlossen worden bis Ende der Woche. Nunmehr soll also bis zum Ende der Woche jede Schule in Göttingen geschlossen werden. Das Ganze zeigt, dass nach wie vor konzeptlos argumentiert und agiert wird, dass die angeblich wirksamen Distanz- und Hygieneregeln in den Schulen offenkundig wenig von Erfolg geprägt sein können, denn ansonsten würde man es ja schlicht und ergreifend auf einen normalen Unterricht ankommen lassen können und dass man offensichtlich auch bezüglich der Überwachung der konkreten Schritte, wie sich Corona verbreitet, keinen Schritt weiter ist. Dann würde das natürlich perfekt passen als Argument, dass und wie man letztlich gegen Corona vorgeht, nämlich mit der App. Denn da wäre das natürlich nicht passiert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ohne dass ich hier Verschwörungstheorien verbreiten möchte. Wenn wir nunmehr sehen, dass seit Öffnung der Schulen weder ein Schulkonzept stattfindet, das den Schülern hilft, notwendiges Grundwissen zu erlangen, noch eine Regelbeschulung stattfindet und offensichtlich also auch die Hygienekonzepte vollkommen versagend sind, dann muss man sich schon die Frage stellen, warum denn immer an unseren Schülern mit Try and Error rumgedoktert wird. Ich finde es jedenfalls zwar grundsätzlich gut, dass man jetzt auf diesen Ausbruch in Göttingen nochmals reagiert. Frage mich aber, hätte man im Hinblick auf die lange Vorbereitungsphase, viel zu lange Vorbereitungsphase, nicht von Anfang an konsequent anders reagieren müssen? Ich bleibe dabei, am sinnvollsten wäre es, den Eltern freizustellen, ob und wie auf absehbare Zeit oder vielleicht auch auf unabsehbare Zeit die Kinder in ihrer geistigen, schulischen Entwicklung zu fördern sind. Denn der Staat ist hierzu ja nicht in der Lage. Nur die Pandemiebekämpfung immer zulasten der Schulbildung reicht meiner Meinung nach nicht.